Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Terraria-Folge. Und in der heutigen Folge werden wir uns mal ein bisschen den Fortschritt angucken und unter anderem werden wir ganz tief gehen. Ich öffne dazu jetzt einfach mal die Karte und da sieht man schon relativ gut, dass wir doch mittlerweile schon ein bisschen was gemacht haben. Ich bin jetzt so circa bei 20 Spielstunden, also nicht sehr viel, ja. Aber wir haben uns schon ein bisschen rundum gegraben. Ja, dass wir einmal ganz nach links und rechts gegangen sind, das wisst ihr schon. Aber wir sind jetzt unter anderem hier unten in der Höhle. In der Höhle, ja genau, in der Hölle am Graben. Da werde ich jetzt dann auch gleich noch runtergehen, damit ihr das mal gesehen habt. Ja, ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sagen. Anscheinend finden wir auch hauptsächlich jetzt noch hier was, ja, in diesem Gebiet. Ah ja, jetzt geht der Blutmond auf, jetzt wird es wieder lustig. Und die feiern anscheinend hier auch noch irgendeine Party oder so. Das ist wieder sehr unterhaltsam. Ja, dann diese Weltraumpistole hier. Die Weltraumpistole hier, die macht nicht mehr viel Schaden und die werde ich auch bald mal aus meinem Inventar rausnehmen. Ich meine, man sieht das ja hier, wie wenig Schaden die macht und wenn ich mal auf das Jojo wechsle, dann. Ja, geht das wesentlich schneller, beziehungsweise das hier sind ja meine Main-Waffen. Jetzt ein bisschen schlecht hier zu kämpfen, weil da so Trainingspuppen sind, ja. Aber ja, so viel mal dazu. Ist lustig, dass genau jetzt der Blutmond kommt. Aber dann haben wir sowas auch mal gesehen. Muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob beim Blutmond auch die Hölle anspruchsvoller ist. Also, ob man da runtergehen kann oder ob sich da jetzt dann auch irgendwie die Situation etwas verschlechtert, sag ich jetzt mal. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich keine Ahnung. Dieses Jojo hier, das finde ich, ist eine sehr gute Waffe auch für den Anfang. Also, ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir sogar vorstellen, immer damit zu spielen, aber dass er eher eine Nahkampfwaffe ist, werde ich das vermutlich jetzt nicht weiter in Benutzung haben. Aber auf jeden Fall für den Anfang zu empfehlen. Ja. Was ist das? Das ist ein Clown, okay. Kann auch gut sein, also spätestens wenn wir mal in der Höhle sind, dass wir da mal ein paar Mal verrecken, ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin schon besser geworden im Spiel, aber es fehlt halt noch ein bisschen so die Automatik, ja, und ich habe auch die Inventarleiste nach wie vor nicht wirklich gut einsortiert. Aber das kommt noch. Da stresse ich mich jetzt mal überhaupt nicht. Ich denke auch, dass ich hier bei diesem Spiel die Folgen so auf circa eine Folge pro Woche beschränken werde, weil ich einfach viel zu wenig spiele und es macht schon ein bisschen Spaß und eine Folge pro Woche, vielleicht auch zwei pro Woche, ist sicher ganz lustig. Aber alles, was mehr ist, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, fühle ich jetzt nicht so ganz. Weil, ja, ich habe eben auch. Dadurch, dass ich jetzt dann mit den Terraria-Videos hier angefangen habe, habe ich relativ schnell dann auch wieder Paris-Videos gemacht und ja, also im Vergleich, es lässt sich auch ein bisschen besser Let's Playen, das Paris-Storm. Aber kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Aber auf jeden Fall wird es circa einmal in der Woche ein Terraria-Video geben. Das ist so circa mein Ziel jetzt momentan. Und ja, man sieht schon, also, Entschuldigung, wenn hier der Blutmond ist, dann kommen auf jeden Fall mehr NPCs. Dann wird es auch an der Oberfläche schon ein bisschen lustiger. Natürlich später, wenn wir dann mal ein bisschen bessere Waffen haben, dann wird es auch nicht mehr so spannend sein wie jetzt hier. Aber im Grunde genommen macht man hier die ganze Zeit dasselbe. Ja, es kommen halt die Mobs. So wie diversen anderen Spielen auch. Es ist ein Survival-Game. Und. Aber was es auf jeden Fall auch zu sagen gibt, wir können jetzt schon neue Items abbauen. Und wir haben ja durch diesen Wall of Flesh haben wir ja neue Erze freigeschaltet. Unter anderem, wie heißen die Dinger? Da ist Palladium dabei und. Irgendwie hieß die Dinger noch. Kann jetzt dann gleich mal nachschauen, sobald mal weniger Mobs kommen.
So, jetzt schauen wir ganz kurz nach. Genau, Orichalcos erst, das ist wohl dann auch die nächste Stufe. Und ja, das sind jetzt momentan, das ist jetzt momentan so unser Stand. Den NPCs, also unseren Freunden hier, ist es auch irgendwo anscheinend egal, wenn hier die ganze Zeit die Party abgeht. Na, hier sind unsere NPCs und weiß nicht, dieser der Connor. Ah ja, okay, der ist schon mal respawned, also. Aber die spawnen ja immer wieder neu, von daher. Von daher ist das nicht so wichtig oder nicht so schlimm. Ja, es ist tatsächlich lustig, dass es ganz zufällig der Blutmond gekommen ist. Weil es haben wir eigentlich fast nichts zu tun. Außer hier oben. Wie gesagt, wir können jetzt dann gleich noch probieren, in die Hölle zu gehen. Das ist zum Beispiel jetzt so ein Heiltrank. Wow, wir haben schon 850 Zombies besiegt, ist auch nicht schlecht. Also ihr seht schon, die Waffe, die lohnt sich nicht mehr wirklich. Alter, jetzt geht's aber ab hier. Aber ihr seht schon, das Yu-Gi-Oh, das rettet mir in mehreren Situationen wirklich stark den Arsch. Von daher, obwohl es jetzt nicht so enorm viel Schaden macht, ja. Ist auch, man braucht keinen Mana dafür, das ist der große Vorteil. Ich habe halt immer vor, ich werde vermutlich schon auf diese Mana-Waffen gehen, das habe ich nach wie vor, aber ich werde auch immer eine Zweitwaffe haben, die kein Mana braucht. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch klar und logisch, dass es wichtig ist, weil sonst, wenn du kein Mana hast, dann kannst du im Grunde genommen keinen Schaden machen, gar nichts machen. Es kann sein, dass später vielleicht mal einfach, dass man da so viel Mana hat, dass das dann kein Problem mehr ist. Aber ich denke mal, so eine Waffe, wo man keinen Mana braucht, ist immer ganz sinnvoll. Ja, also bei Blutmond, im Hardmode hat man hier auf jeden Fall gut zu tun. Da gibt es wirklich nicht so. Da muss man nicht zwingend in die Hölle runtergehen, wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich weiß jetzt auch nicht, was mir hier so wirklich bringt. Es kann auch sein, dass ich hier viele Items gar nicht aufsammle. Also Münzen und so, das bringt es wahrscheinlich ganz sicher, aber was es sonst jetzt noch so bringt, ich habe keine Ahnung. Ne? Aber mit dem Jojo ist ganz lustig und wenn man da ein bisschen die Kontrolle behält, dann ist keine große Kunst hier die Gegner abzuwehren, weil ja, das pinkt da so gut hin und her. Manchmal verschwindet das Jojo dann muss man es neu auswerfen, aber ansonsten. Ja, und die Trainingspuppen hier, die sind noch ein bisschen ganz klein wenig fehlplatziert. So Blutmond-Geschichten, jetzt sehe ich meinen Mauszeiger nicht mehr. Ja, wie man sehen kann, da habe ich die Farbe geändert. Weil ich sehe den teilweise nicht. Ich habe ihn auch jetzt gerade wieder nicht mehr gesehen. Wow, hat gar keiner getroffen. Ja, wir sind eh schon wieder fast bei 10 Minuten, also ich werde jetzt noch ganz kurz mit euch hier den Schritt wagen und in die Höhle da reingehen. Und zwar das hier. Und da fällt man dann ziemlich lange bergab, ja. Ich habe hier eigentlich mal Fackeln platziert, aber anscheinend, also entweder ich habe damit erst unten angefangen. Ah ja, hier habe ich, glaube ich, mit Fackeln platzieren angefangen. Ja, wie gesagt, ich sehe sonst nämlich gar nichts in dem Spiel, also das stört mich noch ein bisschen. Ah ja, okay. Ach, okay, mich hat das nämlich gerade ein Vieh berührt, ja. Und dadurch bin ich nach rechts geflogen und dann bin ich mit dem Fall Damage verreckt. Aber ich werde es jetzt trotzdem probieren noch schnell hier. Oh, Alter, das Vieh nervt. Wenn wir uns jetzt hier mit jedem Vieh hier beschäftigen. Ja, es wird sogar gerade Tag, das ist passt.
Das passt perfekt, ja. Nur hoffen wir, dass wir dieses Mal nicht von einem, von irgend so einem Ding erschlagen werden. Man könnte auch rein theoretisch sich immer wieder mal hier an der Wand festhalten. Auch ein Grund, warum ich die Fackel gemacht habe, ja. Ah ja, jetzt habe ich mich selbst umgebracht, ja. Ja, pures Entertainment hier. Ah ja, okay, aber jetzt konnten wir uns wenigstens retten. Ja, also daran dürfen wir auf jeden Fall noch arbeiten, weil hier runterzukommen und das zu überleben. Leider habe ich jetzt keine Heiltränke mehr. Ich weiß gar nicht wieso, weil ich hatte sehr viele im Inventar eigentlich. Ja, schade. Ich hätte jetzt gerne noch die Hölle gezeigt. Die beginnt auch hier so circa. Aber ich vermute fast, dass das jetzt so leider nichts mehr wird. So, wie weit sind wir jetzt gekommen? Okay. Eigentlich sind wir fast da, ja. Ah ja. Da war auch schon wieder so eine Fledermaus. Ah ja, okay. Hier haben wir gleich ein paar Freunde hier. Die nette Dame hat uns auch verfolgt bis zum bitteren Ende. Ja, und wie gesagt, jetzt befinden wir uns hier eben. Ich meine, es gibt hier schon Dämonen, ja. Macht Sinn. Und jetzt befinden wir uns eben hier ganz unten und da sind wir jetzt schon ein bisschen hin und her gewandert. Mal schauen, ob wir jetzt hier kurz mal mit dem wenigen Leben, die wir noch haben, mal ein bisschen laufen können. Ja, okay. Wir verpissen uns jetzt einfach mit unserem Einhorn. Hehe. Und ja, jetzt habt ihr die Höhle auch mal gesehen. Wäre gerne noch weiter drauf eingegangen, aber ja, uns hat uns ja dann der Blutmond überrascht. Und so viel zu der Hölle. Da gibt es hier noch so ein Gebäude, da kann man dann hier Türen zumachen und sich selbst umbringen. Nein, Spaß. Das sind dann so Kisten und ja, so viel jetzt mal zur Hölle, ja. Gibt es jetzt nicht so viel zu sagen dazu. Und da wir eh fast verrecken, aber ich glaube, wir schaffen das gar nicht mit einem Rückruftrang. Ah ja, jetzt kann ich ihn nicht benutzen. Kann ihn nicht benutzen. Zu blöd dafür. Ja, egal. Wie gesagt, ich kenne mich in dem Spiel noch nicht so gut aus, aber ich hoffe, euch hat trotzdem die Folge gefallen. Ich glaube, 10 bis 15 Minuten haben wir hoffentlich eingehalten. Und ja, so viel dazu. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Falls ihr Tipps habt, kann auch sein, dass hier wirklich keiner dieses Spiel kennt. Aber falls doch jemand dabei ist, dann gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, um die Inventarliste kümmere ich mich noch. Haut rein. Ciao.